Das fehlt auch in diesem Spiel. Ja, stimmt, der Übergang ist weicher. Und diese Synthes, auch wenn sie unnatürlicher klingen und damit nicht so nah an der Thematik des Filmes, klingen irgendwie cooler bei dem Lied. Die nicht. Ja. Ja, es ist durchaus die bessere Version. Soweit ich weiß, sind die Versionen von Aladdin für Mega Drive und SNES sehr unterschiedlich. Wo, glaube ich, auch der Mega Drive wieder die spielbare Version des Spiels hat. Ja, aber das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welches das erste Spiel war, wo sie sich Mühe gegeben haben und was nur der Port war. Port Royal? USB. Die Animation sieht gleicher aus. Ja. Ist halt nicht 5 Frames, ne? Und diese Stelle sieht schaffbar aus. Man kann an dieser Stelle einfach mal arbeiten. Mhm. Achso, der Bug, den ich vorhin übrigens an der Stelle davor hatte, war irgendwie, dass ich noch weiter nach rechts gedrückt. Hatte, obwohl da eigentlich die Autoanimation dafür hätte sorgen müssen, dass ich auf dem Vieh lande. Ich bin quasi drüber hinweg gestolpert, weil ich was gedrückt habe. Wir sind drüber nicht. So. Mich würde natürlich noch interessieren, ob es reproduzierbar ist, aber lassen wir das. Das überlasse ich dir. Ich hoffe eigentlich, dass ich diese Teile nicht noch einmal spielen muss. Das insgesamt an dieser Stelle. Ja, das war. Aber insgesamt muss ich doch habe ich an dieser Stelle spätestens festgestellt, dieses Spiel ist spielbar. Also du meinst diese Fassung des Spiels? Diese Fassung des Spiels ist spielbar. Man kann hier arbeiten. Ich meine, klar, so dieses, ne, Frame abpassen oder den Landepunkt abpassen oder sowas muss man trotzdem, aber dieses Spiel ist spielbar. Ja. Zuerst springen. Das ist ein Baby-Rhino, oder? Es sieht aus wie ein Baby-Rhino, ja. Wie ein Baby von dem aus Endgegner. Konzentriere dich. Konzentriere dich. Auch die gegen meinen Fuß. Auch hier. So, von dem Endgegner? Von dem Endgegner aus dem Spider-Man-Spiel. Möchtest du über das Spider-Man-Spiel reden? Nie wieder. Also ja. Ich hatte eine Zeit lang, so die letzten Wochen oder sowas, hatte ich eine Zeit, wo ich das Spiel doch dann tatsächlich morgens gerne angespielt habe. Ich mache ja morgens irgendwie immer eine Kleinigkeit, meistens sowas wie Bejeweled oder Sudoku, aber gelegentlich auch irgendwas aus dem Gameboy in letzter Zeit. Und da war jetzt meistens eigentlich dieses Spiel. Hatte ich den schon gedreht? Wenn er unten ist, dann ja, wenn er oben ist, dann nicht. Probiert mal aus. Okay. Hatte ich nicht. Aber dann bist du auf Spider-Man umgestiegen und es hat dir so etwas ähnliches wie Spaß gemacht? Ja. Aber heute war Abfahrt. Vielleicht weil du den Affen gedreht hast. Drehen wir zurück. Ja. Stimmt. Den brauche ich erst. Nachher. Morgen erst nachher gedreht. Oder ähnlich. Ach ne, ich muss auf ihn hier springen. Mhm. Es gab mal eine Zeit, wo ich das auswendig konnte. Das war eine kurze Zeit. Mhm. Das war keine schöne Zeit.
Apropos keine schöne Zeit, herzlich willkommen bei... Ich möchte dich jetzt noch auf eins hinweisen. Ja? Du hast jetzt bisher irgendwo in diesen Bäumen nur ein extra Leben eingesammelt. Das andere ist unten. Das mache ich jetzt auch. Es waren in den Bäumen zwei, bin ich mir relativ sicher. Ich meine, es waren zwei, insgesamt zwei Leben und... Na gut, dann mach was du willst. Ich wollte springen jetzt. Du hast es, glaube ich, das hätte ich jetzt nicht so gewollt. Ja, gewollt hatte ich das auch nicht. Warum hast du es denn so gemacht? Wenn du es kannst. Okay. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Na, du hier? Warum machst du das? Nur weil du dadurch auf den Baum kommst? Auf dem Nest? Du musst den anfurzen. Gut gemacht. Dieses Spiel verwirrt mich. Ist es nicht schön, wenn es mich nach all den Jahren immer noch verwirrt? Nein, das nicht, aber... Jahre? Bedauerst du jetzt gerade in diesem Moment, dass du gesagt hast, wir machen hier erstmal weiter? Also ich schon. Du hast mir nicht viel warm gelassen. Was habe ich? Es ist schön, die Schuld immer auf dich abschieben zu können. Das ist ja nicht so schön. Vorsicht, die Kabel sind nicht so lang. Wir machen hier nicht weiter. Offensichtlich machen wir hier nicht weiter. Es hat nicht so sein. Ja, aber die Kabel sind wirklich nicht SNS-Länge. Nein, überhaupt nicht. Die Kabel sind gar nichts. Nein, diese Kabel sind nichts, sie können nichts, sie wollen nichts. Ich muss, glaube ich, einfach nur resetten. Das war wahrscheinlich der Dingsbums vom Bumsdings. So, neues Video.